Ich heiße Ünal Yalçın und ich bin Richter am Arbeitsgericht. Ich wollte verstehen, wie so eine Gesellschaft funktioniert. Mir hat dann aber ein Lehrer gesagt, nein, also wenn du verstehen willst, wie die Gesellschaft funktioniert, dann musst du Jura studieren. Justiz ist ein Korrektiv, es werden Ungerechtigkeiten korrigiert, die in der Gesellschaft vorhanden sind. Ohne Unabhängigkeit gibt es keinen funktionierenden Rechtsstaat. Also man muss unabhängige Menschen suchen, man muss allein nach Qualifikation, nach Befähigung die Richter aussuchen und nicht nach Parteizugehörigkeit oder ethnische oder sonstige Zugehörigkeit. Wir sprechen Recht, weil die Gesetze so sind, wie sie sind. Wir sprechen jetzt nicht Recht, um den Menschen zu gefallen. Wir haben Recht, das objektiv ist. Also wir wenden das Recht an, unabhängig eigentlich davon, was auch die Volksmeinung dazu ist und was die Mehrheitsgesellschaft dazu sagt. Nur dann kann auch der Rechtsstaat funktionieren. Die Bedeutung des Rechtsstaats kann man sich am ehesten dadurch bewusst machen, indem man sich überlegt, wie wäre eine Gesellschaft ohne Rechtsstaat. Ohne Rechtsstaat würde es heißen, es würde immer der Stärkere gewinnen. Man kann Unrecht in der Welt nicht verhindern, man kann Straftaten nicht verhindern, man kann Verkehrsunfälle nicht verhindern. Man muss aber in den Fällen das Unrecht korrigieren. Dafür sind die Gerichte da. Ein ganz wichtiger Aspekt unserer Tätigkeit ist natürlich auch das Verhandeln in der Sitzung. Da ist man als Richter vorne, man muss die Verhandlung leiten, man muss die Verhandlung moderieren. Ich habe auch bis heute noch großen Respekt vor meiner Aufgabe. Wir üben hier hoheitliche Gewalt aus. Und als ich das erste Mal das gemacht habe, da habe ich mich kaum getraut, meine Robe anzuziehen, ja, weil ich dachte, oh Gott, jetzt bin ich der Richter. In meinem Sitzungssaal bringe ich Ruhe hinein, indem ich einfach sehr laut spreche. Ich brauche keinen Hammer.